Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. So, mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe ein, zwei Tage nicht gespielt und ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich würde sagen, wir gehen als erstes jetzt mal auf jeden Fall jedem hier aus dem Weg und verziehen uns in den Dungeon. Und ich muss an Bremer im Düsterholz finden. Na, das macht man nachher. Jetzt schau mal erstmal. Letzte Runde, das müsste der Bosskampf sein von dem Dungeon, wenn wir es denn überhaupt so weit schaffen. Schauen wir mal. Ja, ich ja das Kalamari. Also freundliche Bombe, Hammer, 10% Chance auf ein blaues Herz, Giftschaden bei getroffenen Gegnern und, Tür des Todes, Regenbogenfarbe. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 10 Schaden zugefügt. Krass, kenne ich nicht. Also nicht mit dem Bonus. Hinfort, Bestie! Suche woanders Genugtuung! Du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten! Wär mir da nicht so sicher, Kollege. Bis später! Ich glaube, Kalamar hat ein bisschen schlechte Laune. 2,1 Schaden und Tempo 2, das ist schon mal nice. Göttliche Explosion X. Wirft Gegner zurück. Mach mal. Weiß doch nicht, was ich letztes Mal für einen Fluch hatte. Nein, Qualle. Ich bin zu langsam für Quallen. Ich wusste es. Boah, ist doch ein ganz netter Fluch. So, Gift, Gift, Gift. Gift, Gift, Gift. Hinfort mit euch Feuerspuckern. Au. Hat mich echt einer noch erwischt. Alter, nervt ihr. Du mit deinem scheiß Pfeil und Bogen. Boah, das wird nichts heute. Ich merke schon, dass ich nicht auf Zack bin. Naja, ist das erste, was ich heute spiele. Vielleicht läuft's. Ja, oh, Herzchen. Wieder Ausgangssituation hergestellt. Vielleicht läuft's ja gegen Ende des Runs. Gerade bin ich massiv überfordert, überhaupt Tasten auf meinem Controller zu finden. Oh, vielleicht werden die Gegner tendenziell auch eher kleiner. Das wird mir gefallen. Tja, der Raum war einfacher. Hier rechts haben wir keine Ahnung. Und hier unten haben wir auch keine Ahnung. Davon haben wir doch so viel. Macht euch nicht so breit, ihr Großen. So, schön ausweichen und auf die Fräse. Fräse! Au. Hat mir jemand auf die Fräse gegeben? Ich glaube nicht. Ja! Was ist denn das für ein rotes... Achso, das sind Fallen. Jetzt sehe ich das auch. Oh, der hat aber keinen Aim. Hä? Ich auch nicht. So, gut. Mach mal die Falle aus. Muss mich hier bisschen durchschnaufen tatsächlich schon. Na egal. Wir haben kein Herz verloren oder so viel wieder zurückverdient, dass es mir nicht aufgefallen ist. Das soll uns gerade recht sein. Quall, 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 Quall. Ein Quall der Freude. Zwei blaue Herzchen. Nicht schlecht. Weiß nicht, ob es gut ist, aber schlecht ist es auf keinen Fall. So, dann müssen wir links weiter was... Also, das waren die Fallen. Ich erinnere mich an 30 Sekunden vorher. Das ist eine Leistung. So. Ich kann ich nicht leiden und euch Raketenbeschwörerfeinde kann ich auch nicht leiden. Ich kann keinen von euch leiden. Herz. Bin schon voll. Ich bin ja schon voll. Kann ich mich einmal umsonst treffen lassen? Hallo? Ach, da bist du! Sag doch was. War gerade überrascht, dass der Raum nicht zu Ende getriggert ist, aber dann war ja da noch einer. Ja, das ist mal eine Kristallsäule. Die in meiner Hose ist größer. Bekommt aber deutlich weniger Aufmerksamkeit. Und rein als Deko lohnt sich das Ding auch nicht, kann ich euch sagen. So, weiter geht's. Ja.
Feuer mit Gift bekämpfen. Das wäre doch was für die schöne Avatar-Serie gewesen. Dass es nicht nur die vier Elemente gäbe, sondern auch so giftbändiger. Tja, verdankt, was haben wir hier unten? Ein Artefakt. Finger des Exorzisten. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Zerbrechlich, also das kann man nur einmal einsetzen. Wisst ihr mal Bescheid? Und hier mit der Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist ganz tief drin. Also, wir haben hier ein Fragezeichen. Das letzte Fragezeichen war aber nicht so spektakulär, muss ich sagen. Ich würde sagen, Hopfen, Kampf und Holz. Nee, auch dem nicht. Kämpfen, Herzfollower, auch dem nicht. Kämpfen, Fragezeichen, Kämpfen. Ah, wir nehmen das mit dem Herz. Wir nehmen die Route der Herzen heute. Ja, auch ein guter Name für einen Penis. Tja, ich erleide doppelten Schaden. Und die Qualle anscheinend gar keinen. Ja! Qualle getroffen. Dabei war es nur ein Lachs. Das sind Flüche. Flammenschuss. Turuas Berührung. Hunde des Schicksals. Ich glaube, ich nehme den Flammenschuss. Dankeschön. Die Explosion verwehrt man wieder. Nein. Hab doch die falsche Taste gedrückt, so wieder verwerten. Hier mit dem Gold. Ah, die Quallen sind zu intelligent für mich. Weiß nicht, ob ich den richtigen Flug ausgewählt habe. Egal, wer die hier umgebracht hat, gute Arbeit. Ich war's, glaub nicht. Qualle. Ja, die war ja schon. Die hat Vorsprung gehabt, das ist unfair. Der versteckt sich noch einen im hohen Gras. Ja, sind ja nicht bei Pokémon hier. Flammenschuss. Nicht schlecht. Guter Fluch. Boah, was für ein Glück. Wo willst du jetzt? 5 werden zu 4, werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1 und der wird zu nichts. Kalamar hatte schon immer Angst vor der roten Krone. Ja, die Angst hat ihn in einen Feigling verwandelt. An meiner Tür wird es als nächstes klopfen. Klopf, klopf, der Schlamm kommt, um zu zerstören. Das Ende aller Tage. Was für eine Plage. Er hat sich ein bisschen gereimt. Ein guter Poesist. Lyriker könnte er werden. Nein, komm doch her, du Scheißspinne. Ein bisschen gerecht. Wo habe ich eigentlich meine blauen Herzchen gelassen? Habe ich die schon verloren? Ah, aber mies. Au, 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 au. Ah, seid euch doch nicht immer auf. Bleibt doch hier und sterbt wie echte Männer. Oder Spinnen. So. Oh nee, so viel, was Feuer speit. Und Stachelviecher. Und Feuerspeier. Und ich habe keine Fluchenergie. Ah, ich hatte vergessen. Letztes Mal haben wir, glaube ich, die schwere Attacke freigeschalten. Noch gar nicht genutzt heute. Jetzt habe ich eh gerade keinen. Nicht genügend Eifer dafür. Obwohl jetzt doch wieder reichen. So. Schauen wir mal, dass wir hier die Deko noch mitnehmen. Und zumindest die. Nein, Qualle. Ah, Qualle-Endgegner. Aber sowas von. Oh, du bist groß. Oh, du bist tot. Ich mag meinen Fluch. Bin mir sicher, dass das die richtige Wahl war. Ah, dann wird's nix mit dem Quallen-Gelee. Das sah in SpongeBob immer so lecker aus. So. Vielleicht gibt's ja irgendwann so eine Netzwaffe. Oder Netzstrümpfe für das Lamm. Und dann kommen die Quallen in Scharen. Oh, Heuboden. Den hätte ich mir beinahe für 50 Gold letztes Mal gekauft. Ein Glück habe ich das nicht gemacht. Ah, Fisch. Fisch, Fisch. So, dann gibt es einmal Herzchen und einmal Follower. Deutschfahrer, du bist gekommen, um mir beizustehen. Ich freue mich über deine Gesellschaft.
Denn dies kann ein sehr einsamer Ort sein. Ja, ich weiß. Ich komme aber nur für deine Herzchen. Das reicht eigentlich schon. Hast du noch blaue für mich? Ja, ja, wirst du schon wiederfinden. Erhalte 2 zusätzlich rote Herzchen für 100. Ja. Achso, das ist nur die Karte. Die kann jetzt nicht tatsächlich. Ah, schade. Das war, glaube ich, eine seltenere Karte. Ich bin ganz dankbar damit. Blaues Herz. Eine Qualle. Hast du noch ein blaues Herz für mich? Schade, ja. Viel Spaß noch. So, dann holen wir hoffentlich einen schönen Follow. Oh, der ist schon verrückt. Sieht aus wie ein Adler. Bist du ein Adler? Der Anführer meines Kults ist ein Feigling. Wie kann ich jemanden respektieren, der zu ängstlich ist, um zu kämpfen? Ist dein Weg in Blut und Feuer geschmiedet oder glaubst du an Frieden und Barmherzigkeit? Ich will Krieg, natürlich. Dann bin ich dir zu Diensten. Ich werde mich deinem Kult verpflichten. Sehr gut. Ab nach unten mit dir. Ah, für dich habe ich schöne Aufgaben. Ja. Also an der Lachsproduktion müssen wir echt noch arbeiten. So. Letzter Dungeon. Letzte Räume auf dem Weg zum Calamari-Schrimp. Den holen wir uns aber. Komm. Ich kann es nicht lassen, die zu zerstören. Warum jetzt damit anfangen? Nein, Feuer, 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 Feuer. Feuer! Könnt ihr weniger hüpfen? Bleibt am besten stehen, dann habe ich am meisten Chance. Wo habe ich denn das kranke Herz da oben hier? Keine Ahnung, irgendwo aufgesammelt. Das ist mir nicht aufgefallen. Explodiert. Hast du schon? Ah, die 2 haben diesmal gezielt. Interessant. Dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Fluch. Oh, da muss man nichts machen. Irgendwo offensichtlich. Vielleicht jetzt irgendwo noch ein Artefakt. Obwohl unser Artefakt ja relativ gut ist, unser Relikt. Au, au. Hör mal auf, Kinder zu zeugen. In der Wirtschaftslage. Wirklich. So, die Firma dankt. Dreckboden. Ah, 9 von 9 Böden. Jetzt können wir dann richtig die Sau rauslassen. So, keine Ahnung, wohin die Räume führen. Zu mehr Finsternis. Boah, ist das ein geiler Fluch. Schauen wir mal, dass wir genügend Eifer haben. Für einen Bosskampf. Sieht gut aus. Aber trotzdem, 4 Flüchlein würde ich gern abfeuern. Ah. Da geht's wohl dann weiter. Wir hatten ja noch irgendwie 2 andere Räume. Hatte ich noch die Hoffnung, irgendwas Cooles zu finden, aber... Gut, könnte man eigentlich machen. Könnte man eigentlich noch kurz schauen, zumindest bei dem über uns. Ganz nach links gehe ich nicht zurück. Ah, für einen Eifer und so weiter. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ihr sterbt. Au, au. Vielleicht nicht das Klügste hier reinzugehen, aber ich hab's trotzdem getan. Da liegt ja auch der Eifer. Des Leichtgläubigen. So. Und das alles habe ich gemacht für 3 läppische Gold. Ein bisschen Eifer. Na gut. Weiß Schuld, dann machen wir mal Calamari fertig. Wenn wir endlich das Artefakt einsetzen, hoffe ich zumindest. Und blaues Herz, wunderbar. So, dann opfer mal deine Anhänger, leg mal los. Unbedeutender Kriecher, du wirst noch lernen, wo dein Platz ist.
Ich weiß, wo mein Platz ist auf deinem Grab. Du verstehst es nicht, Lamm. Hör auf meine Warnung und bleib fern. Sorry. Bin jetzt so weit gekommen und... Du wirkst nicht wie der sympathischste Schrimp. Du machst das gerade auch nicht besser. Aber du hast coole Waffen. Ich hab bessere. Dämon! Dämon ist da. Ein kleines Flugding. Mensch, du magst auch Feuerbälle, was? Boah, ist das Spiel schlecht optimiert, das Slack. Wir haben eine 40,90. Wie soll ich denn da ausweichen? Du sollst doch vergiftet werden. Boah. Also den auszuweichen ist ja... Das geht ja noch. Das ist eigentlich mein Dämon. Der soll auch mal was machen. Ja, einfach machen, Kollege. So, ausgewichen. Nein, falschen getroffen. Ah, die Feuer... Okay, wenn man weiter weg ist, geht die Feuerattacke eigentlich. Komm, Shotgun. Das war die fiese. Und wieso wirst du nicht vergiftet? Wieso wirst du Schwanz nicht vergiftet? Und deine eigenen Viecher sind Feuerresistenz, das war klar. Das nenne ich Vetternwirtschaft. Aber wir haben dich gleich. Und das bis jetzt ohne Follower zu opfern. Kann aber nicht längerfristig das versprechen, dass das so bleibt. Noch hat sie Leben. Oder eher, keine Ahnung. Das wurde immer früher als Schwester bezeichnet. Oh, ich stehe am falschen Platz. Einfach draufhauen. Hat funktioniert. Oh, du zeigst mir dein Herz. Dann nehme ich's mal an. Ja, schön. Ritterboss besiegt. Wenn auch etwas abenteuerlicher. Yay. Eine Trophäe fürs Töten von Kalamar. Sehr schön. Könnten wir auch mal bauen. Generell müssen wir unser Ding mal ein bisschen aufhübschen. Oh, süß. Was ist das denn? Das ist... Erdmännchen, glaube ich. Bisschen Erdmännchen hat, kommt es rüber. Hab ewig gebraucht, bis ich das irgendwie zuordnen konnte. Biber war es nicht ganz. So, okay. Ja, ja, Kitscher besiegt, natürlich habe ich das. Ja, in 15 Minuten einen alten Bischof ausgeschalten. Nicht schlecht. Kalamar war schon immer ein Feigling. Dieses Land wird fortan ein besserer Ort sein. Jetzt, da dieser erbärmliche, unterwürfige Kadaver nichts weiter als ein Haufen verwesendes Fleisches ist. Bald werde ich frei sein und die Welt nach meinem Bilde neu formen. Alle werden sich zum Kult bekennen. Alle werden sich meinem Namen unterwerfen. Ja. Klingt nach einem guten Plan. Das Leiden wird sich in einen Triumph kehren und was einst zugrunde ging, soll fortan dafür sorgen, dass der Text ein bisschen länger dasteht. Ich kann das gar nicht so episch angehaucht vorlesen, wenn so schnell verschwindet. Ja, da freut ihr euch. Papa hat wieder einen Boss getötet. So, ich brauche euch jetzt gleich fürs Freischalten hier. Ja, ja, da ist noch eine Kette dran. Hallo, Frau Spinne. So, benötigt 11 Follower. 12 Follower. Hatten wir nicht mal 14? Na los mit denen. Sind die verhungert? Hm, können aber. Ja, aber nicht gut. Mit einem vollen Magen bietet sich's deutlich angenehmer. So. Mahlzeit, 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 Mahlzeit.
Ach, ich klinge ja schon wie bei mir mittags in der Kantine. Ja. Nein! Ich brauche dich! Scheiße. Ah, nur noch 10 Follower. Aber oben ist einer zurückgekehrt. Den legt man einfach in so ein schönes Grubenplätzchen hier. So. Wunderbar. Dünger. Ah, stimmt. Mit den zwei dürfte man die 12 voll haben. Anführer, ich bin heil von meiner Mission zurückgekehrt und habe ein Opfer mitgebracht. Oh, 42 Holz. Dann leg dich hin, das hast du redlich verdient. Jo. Ja, ja. Ich verschone dich. Du bist zynisch. Du bist ein Arsch. Ah, ich brauch dich gerade. Hast du ein Glück. Ja, da freu ich dich. Du machst Anbetungsarbeit. Ich muss kurz mal hier auffüllen. Wieso kotzt ihr denn alle? So schlecht kann ich gar nicht kochen. Naja, vielleicht ja doch. So, jetzt. Hä, ich dachte, jetzt hätten wir 12. Einer ist gestorben, 2 oder zählen die, die auf Reisen sind, mit. Oh, dann kaufen wir halt noch einen. Wir werfen einfach Geld drauf. So, du siehst gut aus. Natürlich. Du bist ein komisches Erdmännchen. So. Jetzt steht da immer noch 11 dran. Dann hoffen wir, dass wir ihn indoktriniert bekommen, bevor der nächste stirbt. Ja, ich verschone dich. Ja, kein Phobiker. Dann könntest du hier ja sauber machen. Wunderbar, du bietest mich an. So. Jetzt öffnen wir zuerst die Tür, bevor ihr noch auf die Idee... Ja? Ich weiß, dass es um die Tür geht. Jo, öffnen. Jo. Ah, Glück gehabt. Einer ist tatsächlich kurz vorm Ende. Wenn er es nicht noch länger macht. Jo. Ich danke euch, bevor es jetzt Nacht wird. Nein, gerade keine Quest von dir. Die muss bis nachher warten. Eine Spätabendsmesse noch. Und alle glücklich. Alle in ihrem Glauben verstärkt an mich. Ihr kriegt zumindest bessere Waffen, so wie es aussieht. Oh, habe ich schon. Na gut, dann schalt mal anderes Zeug frei. Ich glaube, das ist hier das letzte Eiferwaffen. Boah. Wunderbar. Jetzt haben wir Eiferwaffen. Ach, da geht's noch weiter. Na gut. So, dann können wir wieder so ein Kronending erlassen. Habt ihr ein Herz? Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugsdurchlaufs ein krankes Herz. Dann nehmen wir das mit dem kranken Herz. Ja, zurückkehren. Wir können uns ja jederzeit wieder zurückschlagen. Manchmal sinnvoll. Ja. Glaub aber, da habe ich mich ganz, ganz okay entschieden. Hey, ich kann immer noch keinen opfern. Wir haben doch hier extra so einen alten. So, was ist da? Anhänger. Mach mal Bonfire. Nö, glaube ich, ist hier ganz in Ordnung. Alles gut bei euch? Was passiert jetzt? Das ist nicht meine Schlange, ich schwöre es. Wer bist du? Kronenträger. Wie schön, endlich miteinander zu sprechen. Du bist weit gereist. Weiter, als sie wissen. Kronenträger, Richter von richtig und falsch. Dein Wort ist absolut. Ihre Pflicht ist zu folgen. Sie bieten dir ihre Loyalität und Hingabe. Das ist nicht genug. Ich kann fühlen, wie ihre Sünde aus ihren Seelen sickert. Ernte sie.
Sammle sie, benutze sie, führe sie in die Verdorbenheit, in den stinkenden Morast abscheulicher Verstoßung. Ihre Sünde ist die deine, erteil ihnen Absolution, sprich sie frei, erlöse sie. Ich schenke dir die Werkzeuge für diese Aufgabe. Das war mal gesprächige Schlange, wollte ich sagen. Es heißt, dass die Götter über die Sünde richten. Vergiss nicht, hier bist du, ihr Gott. Du kannst ihre Seelen verdammen und retten. Sie gehören dir. Ich werde immer in der Nähe sein. Oh, ich habe ein Haustier. Ich ja praktisch. Du kannst jetzt erfahren, wie sündhaft ein Anhänger gewesen ist. Sobald sie häufig genug gesündigt haben, werden sie davon verzehrt. Erteile diesen Anhängern Absolution und ernte ihre Sünde, die verwendet werden kann, um dein Tempel zu verbessern und mehr. Ich mag mehr. Erzeug Sünde durch Rituale, das Öffnen des Getränkehauses und Tänze mit Trommelkreis. Klingt gut. Dankeschön, Krone. Nützliches Ding. Sünde 1. Kann man was freischalten? In welchem Ausdruck der Freiheit liegt die größere Sünde? Anhänger treten in einem frivolen Nacktanz gegeneinander an. Suche deine Lieblingstänzer aus, um Sünde zu erhalten. Deine Anhänger dürfen sich in Chaos und Gewalt austoben. Wähle den Zornanführer aus, um Sünde zu... Ach nee, wir nehmen die Nackedeis. Ritual der Lust. Auf jeden Fall. Jo, können wir das gleich durchführen? Ja. Annehmen. Dann Hosen runter. Ihr daheim macht bitte mit. Das ist wichtig für die Sünde. Und vergesst das Feigenblatt nicht. du bist der Anführer. Du hast den größten Rüssel. Ja. danke für die Schlange. Die Sünde ist in mir gewachsen. Ich sehnte mich nach mehr, danach verzehrt zu werden. Na, du hast mir Erlösung gewährt und jetzt habe ich wieder Frieden gefunden. Vielen Dank. Ja, gerne doch. Also, das komplette katholische System haben wir damit auch bei uns. Und Tempelverbesserungen. Was können wir machen? Ein einfaches Holzsymbol fügt neue Dekorationen für den Tempel hinzu. Na gut. Freischalten. Ein Glück kann man genügend Gold bauen. Und... Oh, Steinboden. Nice. Jetzt ist das Feuerritual sicherer geworden. Okay, ja. Annehmen 2, kosten eine Sünde. Ich glaube, dann muss man ein Trinkhaus erforschen. Und ihr bleibt jetzt einfach nackt, bis das Event abgelaufen ist. Schön, ist auch ein schöner Tempel geworden. Oh, sind die glücklich. Das ist schön. Hey! Spinnen, die was klauen wollen. Ich glaub's ja nicht. Kein Wunder, habe ich nie Ressourcen. So, einmal repariert. Und abgeholzt. Ach, die Alten sind auch nackt. Da hängen die Sachen aber besonders tief. Also die Last der Sünde, meine ich. Natürlich. So, du bist auch heil zurückgekommen. Das freut mich. Aha. Mein Fleischlieferant. Mein Dönermann bist du. Das sieht hier eigentlich auch ganz gut aus. So. Aber ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.